Ja, hallo, herzlich willkommen zum X-Tipp Spieltagstipp. Bei mir, neben mir ist Tim Jeske. Tim Jeske. Und wir tippen für euch den Spieltag der Oberliga nächste Woche. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Altona gegen Dassendorf, 19 Uhr am Freitag. Eröffnungsspiel, viele Zuschauer, Altona sich neu formiert, Dassendorf eventuell eingespielter, besser. Ich tippe 2-0 Dassendorf. Dann am Samstag um 15 Uhr Türkei gegen BU. Türkei, BU. Es wird ein 1-1, BU momentan nicht so gut. Vorbereitungen, sich schwer getan. Pokal auch nicht gut gewesen. Türkei ist für eine Überraschung gut. 1-1, sage ich. Kurslak Neuengamme gegen Kosova. Das wird ein klares Ding. 3-0 Kurslak, sage ich. Torschütze vielleicht? Irgendeine Idee? Herr Landau. Kondor gegen Halstenbek am Sonntag. Oh, das sind wir selber. Da würde ich mal tippen. Momentan sind wir gut drauf. Ich tippe 2-1 für uns. Dann als nächstes Buxtehude gegen Niendorf. Buxtehude gegen Niendorf. Oh, Herr Karasland ist noch da, denke ich mal. Buxtehude gewinnt 2-1. Dann haben wir die Partie VfL Pinneberg gegen TuS Ostdorf. Oh, mein Ex-Verein. Dem wünsche ich viel Glück. Auf jeden Fall schon mal von hier. Ich sag zu Hause 2-0 gegen Ostdorf. Schafft ihr, Jungs. Danach Rugenbergen gegen Süderelbe. Rugenbergen momentan, glaube ich, auch ganz gut drauf. Ich tippe gegen Süderelbe, auch neu formierte Mannschaft. Muss sie bestimmt finden. Rugenbergen gewinnt 2-0. Vorletztes Spiel. Cordi gegen Vicky. Cordi gegen Vicky. Ganz klares 3-0 für Vicky. So sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Lenz Strömer macht wieder ein. Und das letzte Spiel, Wedel gegen Buchholz, euer Gegner heute. Wedel, Buchholz. Schwierig für die zweites Pflichtspiel, nehmen sie. 1-1, sage ich. 1-1. 1-1, ja. Auch eine Idee wegen Torschützen? Ja, Herr Eggers macht ein, auf jeden Fall. Und bei Buchholz kenne ich die Truppe noch nicht. Kann ich auch keinen Torschützen zu sagen.